Blödsinn. Er ist auf die Polen. Das Na, ich bin Polen. halt allergisch, halt auf Polen. Das ist Gilischu. Ja. Gasrechnung geht ins Unermessliche, die Rechnung. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin, passt. Ich zünd den Schickwanker. Hast du aufgemacht? Ja, Gamer heißt die Lobby. Ich schau mir gleich an, was Phase ist. Ach so, scheiße, Brudi, 14% dann lieber nicht. Lieber nicht. Hi. Oha. Kannst du dich noch erinnern? Scheiße, das Motorrad. Alle Einzelteile mitnehmen. Ah ja, okay, jetzt erinnere ich mich. Genau, dein Auto ist da ganz weit hinten. Ich kuppel mal an, weil der Anhänger verglitscht sich hier davon. Ich spiele den Long Walk. Long Walk, ich kann dich auch schnell hinführen. Das wäre sehr lieb. Steigst dann auch hinten ins Auto ein und kuppelst dann am besten noch. Fahren näher ran. Im Gegensatz zum Ding sieht man es nicht. Ich weiß nicht, ob das. Ach so, warte, das mittlere, ne? Du musst da auf Attached dann drücken. Noch einmal F. Fuck, F ist attached. Auch. Okay, ist es Ja. attached? Nein. Es blinkt immer nur so für eine Millisekunde auf. Ruckelt's mit dir. Ah, jetzt ist detached, das heißt, es muss attached sein. Nee, ist nicht attached. Aber er sagt mit detached, also muss es attached sein. Dann muss es eigentlich attached sein, aber. Bei mir ist jetzt attached. Auch interessant. Mann. Alter, das Sitzen hat 10 Jahre gedauert. Motor. Das ist zu schön gearbeitet. Mann, das hängt super an, dieser Stream. Motor nur am Vibrieren. Ja. So, wo zerlegen wir jetzt das Motorrad und zu uns rein? In deinen Truck oder ins Auto? Wir zerlegen die Einzelteile und geben es in den Truck. Ah, was? Ich bin tot. Wie hast du das gemacht? Übernimm schnell das Steuer oder so. Ich versuch's eh die ganze Zeit. Mann, wie bin ich gestorben? Das war's nicht wert. Wo bin ich? Ah, da bist du. Hallo. Warte, kannst du mich gleich doppelt mitnehmen? Wow, wir sind einmal ums Auto herum, denselben Weg eigentlich, muss ich wahrhaben. Egal, das war ein schönes Abenteuer. Ja. Und meine das Leiche. War unser The Long Drive Stream 3. Das war's. Schaltet das nächste Mal wieder an. Erst beim nächsten Teil spielen wir wieder. The Long Drive 2. This time, the game is real. Mein Auto ist aber auch gespannt wie ein Bogen. Ach hey, du sagst es.
Habe ich kein Radio hier in dem Ding? Ich meine, schau dir den Blödsinn an. Wir wackeln beide fast schon synchron zu einer. Ich bin froh, dass das bei mir war. Ich sehe ja nichts. I don't see. Oha. Oha, komplett vergessen. Was? Das mit C? Riem starten. Bin nämlich gerade in einer sehr coolen Ansicht gewesen. Oh mein, der Obdachlose. Den muss ich beobachten und meinen Stream. Ich hab beide offen. Du schaust deinen eigenen Stream? Gute Idee. Nicht? Kanal. Da ist er. Overwatch. Warte, ich spiele noch immer Overwatch 2. Das passt. Ja, das ist Overwatch 3, Alter. Jetzt mit Vehicles. Ja, das ist Overwatch 3. Wie nennen wir das Spiel? Minesweeper. The Short Walk. Da hier, nein! Minesweeper. HD. Call of Duty Modern Warfare 3. Na, Warzone. Warzone ist das. Okay. Meine Leute, herzlich willkommen zu Warzone. Wir zerschlägen das Motorrad. Abgesehen davon fahre ich kein Motorrad. Mein Rücken ist alt, mein Bauch ist alt. Du bist alt, glaube ich, nicht das. Deine Mom stinkt nach. Liebst es immer auf deinen Körper? Deine Mom stinkt nach deiner Mutter. Okay. Und wenn ich mir Socken anziehe, dann ist es gleich alles warm. Wieso kann ich das nicht pushen? Push. Push Company, ja. Was würde Niklas sagen? Was würde Niklas push sagen, Roman, wenn er den Long Drive streamen würde? Push Roman. Nein, Push Roman. Push Roman. Der wird dich alles machen lassen, der wird dich das graben. Ja, wer spielt's nicht, weil da keine Eier im Sock hat. So. Coolant genug. Oh, yeah. Öl wird knapp, egal. Ah ja, stimmt. Einzelteile hier oben ins Auto. Ich kann die sogar alle in den LKW rein. Mehrer Koffer. Nein, die Abdeckung. Oh Mann. Hallo. Hi. Dein Auto sieht so cool aus. Ich weiß, deswegen fahre ich nichts anderes mehr. Die Farbe ist auch sehr männlich auch. Passt zu mir. Nämlich wie bei Haska. Hm. Aber du bist derjenige, der krank macht. Blau meinst du? Genau. Nein. Mann. Typisch Haska. Zerlegen, aber nicht zusammen. Genau. So, da liegt eine Kackwurst, die nehme ich auch mit, die gehört. Warum dazu liegt da eine Wurst? Mann, ich bin so ein Idiot, ich habe die Handbremse nicht gezogen. Oh je. Schaffst du es? Ja, ja. Bis Auto. So, ich schlafe mal. Viel Spaß. In echt. Bis. In 8 Minuten werde ich kurz runtergehen in die Waschküche. Das werde ich dann jede Stunde einmal kurz wissen. Jetzt, du gehst jede Stunde in die Waschküche runter. Ja, die nächsten 3 Stunden. Das ist mein Motor, dankeschön. Wieso hast du das Auto nicht hergeholt? Gar Probleme. Mann! Ja, spielen wir Fußball dorthin. Mach ich in echt auch immer. Mit den Motoren. Ich werf sie einfach umher. Kein Wunder, dass du der Most Valuable Arbeiter bist bei dir. Ah, du machst das schon. Ja. Das Ding ist, ist es so buggy mittlerweile, das Schieben vom Motor ist wahrscheinlich mehr wert als das Hochheben. Wie schaut denn das bei dir aus? Versuch's einmal. Oh ja. Das ist meine Arbeit. Dingsbums. In welche Richtung müssen wir dann aufbrechen eigentlich? Weißt du das noch? Dinger auf der rechten Seite. Immer noch, okay.
Diesel muss ich nachfüllen. Hat das Auto, das jetzt bei dir drauf ist, eine Motorhaube? Nein. Schade. Das ist. Mit der LKW wird auch keine Motorhaube. Nichts von uns hat eine Ist Motorhaube. das irgendwie unser Markenzeichen geworden? Scheiße, ich hab Gas rein, nicht Diesel. Haben wir irgendwie jetzt so einen Partnerlook am Start? Ja. Oh. Ist hier irgendwo noch ein Fass? Oh Scheiße, Brudi, die Box schaut mich so arm an, die will was. Die will was, die will dich in den Arm nehmen. Ach komm her, du liebe Box. Gib dir das, Warten. unsere Autos lieben sich. Na wirklich. Hast du irgendwelche Behälter bei dir? Du hast doch ein Fass auch bei dir. Nein. Fast nicht. Ich Ich fülle hab das nur ein nochmal. empty Ding. Ja, ich fülle das mal kurz mit Gas. Dann fülle ich das Auto mit Gas und dann fülle ich den Behälter mit Diesel. Hier wäre noch ein leerer Behälter, gell? Bei mir in der Hand. In der Hand. Aber weißt du, was du machen kannst? Den Benzintank vom LKW unter den Wasserhahn vom Anhänger geben. Dann auffüllen. Den Benzintank vom LKW. Ja, der ist auf der Seite. Ist der auf der linken Seite? Da, ja. Ah ja. Hier auf, du kannst hinten Den Wasser dann mal auf. Bitte? Warte, was muss ich überhaupt tun? Da jetzt Wasser reinschenken oder was? Da kommt der Diesel rein vom Anhänger. Achso, das macht Sinn. Oh ja. Funktioniert. Es ist nur 99% Diesel, Patrick. Beste. Was könnten die 1% sein? Die sind nicht mal angelistet. So reingepisst. Oh, 1% Blut. Das Fass ist zu schwer, ich krieg das nie wieder da rein. Ich hab daneben gepinkelt, Tatsache sogar. Oh, das dauert jetzt. Wie langsam ich das im Leben kann. Mal den Behälter direkt. Boah, Slow Motion Bewegung. Ja. Perfekt. Nein, da wird überfüllt. Ah, doch nicht. Ist jetzt mein Fuel Tank eigentlich zu? So. So, das kann ich jetzt auch nicht bewegen, wie meinst du? Ich schiebe es einmal. Drei Zuschauer. Du, ich und Gott. Gott ist in meinem Twitch-Schalter. Gott? Gott. Nicht Jesus, Gott. Nein, 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 der real God, nicht der Sohn. Load your God. Was ist passiert? Was ist denn passiert? Ich sehe, du bist gestorben. Ja. Ui. Ui. Ja, ist blöd. Ja, ich würde mir stinken, wenn ich du wäre.
So, wenn wir nicht bald Öl finden, wird's schlecht bei mir. Aber egal, wir haben ja noch ein bisschen Weg. Ich hab keine Scheinwerfer. Egal, zum Losfahren sahen wir es auf jeden Fall. Patrick, ich habe Hasenhoden gefunden. Hoden? Hasenhoden. Du hast zu viel erschossen. Scheiße, man, erstmal essen. Du hast recht, erstmal essen. Apropos Hasenhoden. Hast du eine Waffe eigentlich anstecken noch? Nee. Okay. Ich bin kein Höhlenmensch. Wir nutzen die Technologie. Zu gut. Aber die Reifen müssen wir auch mitnehmen. Na, warte mal. Ich habe meinen eigenen Boss-Battle. Aber die Reifen kann ich seitlich hier reingeben, das kann. Was ist dein Boss-Battle? Auto starten? Das ist ein Mini-Boss. Aber basically ist es schwer, ja. Oje, oje. Okay, es fährt. Ja, warte mal. Bleib warte stehen. Mal, ey, warte ich, mal. Ich lager's bei mir einfach. Ja, sofort bin ich wieder da. So, wir können fahren. Hase. Oh, nicht einmal das kriege ich hin. Es ist so laggy, dass ich nicht einmal... Ich hätte einfach gerade ausfahren müssen. Oh, urlieb. Hase. Miep, miep. Mann! Sofort, gleich habe ich ihn. Oh, ich fahre schon. Deine Leiche geht halt über die halbe Map, gell? Wo ist die Leiche? Na, die, die wir seit ungefähr 3 Spielstunden in deinem Truck haben. Stimmt. Mann. Was ist das? Und warum ist das hier? Ich bin zu blöd, den Hasen umzufahren. Oh, 5, 7, 6, 9, 10. Die FPS sind wieder am Start. Sind am Start? Perfekt. Mann, was mit dem Auto? Machst du die Lobby vielleicht neu auf? Also das ist gerade irgendwie ein bisschen schwer. Warte kurz, bevor du das machst. Ich will noch nicht darin wieder... So. Mach die Lobby neu auf, ich glaube wirklich, dass das helfen kann. Ich muss mal kurz hier das Problem zuerst lösen, ja? Okay. Kannst du ja schauen. Gesundheit. Danke. Mein Auto verpisst sich. Hier kriege ich 40 FPS im Singleplayer. 50, 40. Mann! Oh, wie flüssig das Spiel laufen kann. Hm? Schaut aus wie AI enhanced. Mann, ich muss neu laden. Ja. So ein Scheiß. Multiplayer, create... Nein. So schauen die Hälfte meiner Träume auch aus. Bin created. Du bist höchstens retarded. Ich bin schwul, Mann, jetzt. Alter, darf ich mit dir schwul sein? Nein. Oh je. Mit wem bist du dann schwul? Nein. Gibt's denn das, Patrick ist Single? Obwohl er schwul ist, das ist ein Accomplishment. Come on, come on, come on. Come on. Bist du drin? Ich komm gleich zu dir. Ich sehe gerade, was du da probierst. Auf zu neuen Welten.
Glaubst du, man kann das Spiel so durchspielen? Also durchspielen. Glaubst du, man kann das Spiel so spielen? Ja. Ist ein bisschen langsamer als ein Auto, muss ich leider zugeben. War nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Schwulwurm. Wohl war mehr. So, Es läuft Pommes hier. tatsächlich jetzt viel besser. Fahren wir zu deinem Auto. Oh. Es läuft jetzt viel, viel besser, Patrick. Sehr gut. Bis auf das Ruckeln hier bei dir, passt alles. Ja, 30 FPS soll mir ruhig recht sein in dem Game. Fahrstelosch. Ja. Jetzt schaut's aus, als hätten wir wirklich was erreicht im Leben. Anhänger. Wir haben eine Anhängerschaft gekriegt, ja. Anhänger leuchtet rot. Diese. Danke dir. Ach, wie schön, dass ich keine Türen habe. Jetzt direkt einstellen. Ja, ohne irgendwelche Spampanadeln davor zu machen. Stein. Ah, das war der leere Kanister, aber fuck it, den brauchen wir nicht. Kranker Stein. Krankes Motorrad, wem gehört das? Nicht uns. Du meinst, wir lassen es jetzt komplett zurück? Ja, die Einzelteile habe ich. Okay. Nur das Chassis praktisch, das wir zurück. Nennt man das beim Motorrad auch so? Nur die Karosserie, der Körper, kann das Gerüst, was auch immer. Der Torso. Man kennt sich aus. Ich weiß Bescheid. Oh je. Okay, alles gut, alles gut. Ein schwarzer Tag für mein Auto. Oh, brauchst du Hilfe? Anscheinend habe ich gerade ein bisschen Blut vergossen, ja. Ich Und ich komme. kann dir auch ehrlich nicht sagen, warum. Ah, erstmal schauen, ob irgendwas offen ist. Der Motor ist auf jeden Fall nicht drin. Ja, den hau ich gleich wieder rein. Ist da irgendwas aufgegangen? Passt. Also erst einmal die Reifen einsetzen. Was ist das überhaupt? Achso. Aha! Jetzt ist der Master, den ich reingefahren bin, gerade gespawnt. Ah, okay, perfekt. Ich trinke erstmal aus dem Motor, so läuft das eben in meinem Leben, Alter. Oh ja, Jeder das Cent schmeckt wird gut. gespart. Der Staat kriegt nichts von mir. Don't drink tap water, it turns you into a sissy. Aber warte mal, die zwei Lampen nehmen wir schon mit. Kannst du nicht einfach diesen ganzen Scheiß transportieren, jetzt wo du einen Transporter hast? Jo. Nein, meine Kackwürste, Mann. Mein Auto hat Durchfall. Scheiße, ne? Ja. Fuck. Einmal zu oft gedrückt. Wurscht, da ist ein viel hübscheres. Stoßstange ist meine. Ja. Aber gib mal kurz. Geht ihr da auch? Wäre wichtiger, oder? Ist nicht der Richtige, aber er will es drauf geben.
Okay. Bringt die Stoßstange irgendwas? Und glaubst du, es ist sicher nicht die für hinten? Ah ne, ich bin ein Idiot. Warte Ja, mal. doch, das ist die für hinten, ja. Okay. Weil ich habe die hinten runtergenommen. So, die Kackwürste sind nicht unersetzlich. Mann, ist mein Kofferraum komplett leer? Ah ne. Ja. Warum liegt da eine Wurst? Warum liegt da eine Wurst? Ja, Wurst. Ja, nichts Wichtiges verloren. Ne. Die Dinger müssen rechts sein, passt. Oh, es hat aufgehört zu hüpfen. Boah, das ist aber uncool. Bist du zu früh normal ins gefreut. Gameplay? Ja, solange die Map nicht komplett gleich generiert ist wie bei mir, wirst du hüpfen. Ja, auf dem Asphalt hüpft er nicht mehr, das ist geil. Ja, weil den Asphalt habe ich ja auch. Bei dir sind manche Orte einfach höher als bei mir. Sehr gefährlich, wie ich erfahre, sag ich nur. Vorsicht, Wie du da kommst, noch da war eine gefährlich. Lücke in der Map. Da war eine Lücke in der Map. Ich Ja. bin tot. Schon wieder? Nein, was macht der LKW? Nein! Ja, wenigstens hat er gebremst, Alter. Sonst wäre jetzt Nein. irgendwo im Nirgendwo. Wenigstens hat er gebremst. Boah, der Reifen ist ja irgendwo hingeflogen. Oh, meine Gliedmaßen. Ich helfe dir. Da ganz hinten ist er. Und sonst was kaputt gegangen? Noch ein Reifen und wie ich sehe, ist der Kühler gerade auch nicht. Hübsch. Wir haben hier absichtlich nur ein Scheinwerferbutting. Ja, den habe ich irgendwo verloren. Musst du abgeholt werden? Nee. Okay, dann renn, viel Spaß. Der andere Reifen. Wo ist. Da ist er. Siehst du den legit nicht oder sehe nur ich den? Ich sehe ihn. Okay, passt. Ja, zum Glück hat er gebremst tatsächlich. Ja. Gut, ja, passt. Okay, los. Wake me up before you go, go. Warte mal, die Leiche muss ich entfernen. Mein Auto hat eine seltsame Blutaura um sich herum. Oder eher ja, ich gesagt, auch. kurz vor sich. Sie ist hauptsächlich am Boden unterwegs. Ich komme und rammel dich. Er rammelt mich. Hilfe. Er ist wirklich der schwule Wurm. Ah, daneben. Oh je. Hase! Hase! Boah. Genau, das hat man gesehen. Oh nein. Das, weißt du, es wäre nicht so schlimm, wenig FPS zu haben, aber es ist wie das Problem, das ich gestern beschrieben habe, wenn man irgendwie nur so 3 FPS hat und dann drückt man einmal eine Richtung beim Fahren, dann schlenkert er automatisch 10.000 Grad in eben diese Richtung. Ja, und das ist eben das Problem. Weil sonst hätte ich kein Problem damit. Vieles so. Wird beeinträchtigt durch wenige FPS. Ja. Es macht wirklich einen Unterschied. Jetzt wo mit 10 FPS, da, jetzt kann man genauer lenken. Obwohl ich 1 zu 1 denselben Input gegeben habe. Ich traue mich gar nicht Fullspeed, bis ich bessere Performance habe. Pussy. Ich glaube, ich werde mir nur für dieses Spiel eine bessere Grafikkarte holen müssen. Hol dir ein Godlike PC dafür spielen, genau. Müssen wir mit Duschan reden, der soll mir einen PC machen, der Long Drive handeln kann. Das ist eine Herausforderung. Ja. Hase. Hase. Ich werde Schmerzpillen-Abuser. Das ist untragbar. Morphium-Abuse? Ja, irgendwas, was
was halt irgendwie dafür sorgt, dass mein Rücken sich anfühlt wie einer. Wow, Snap, oh. Snap. Schon was gefunden? Ach, nee, das sehe ich nicht. Den Tod habe ich gefunden. Doch nicht. Den Tod habe ich gefunden. Der Tod wartet. Oh nein, oh, LKW liegt. Nein. Ein ich FPS. In Null, null FPS. Null FPS. 1, 4, 7, 10, 14. Liegt an mir wahrscheinlich. Alter, wie sich 14 FPS satisfying anfühlen können, das schafft auch nur dieses Spiel. Hilfe, Otto. Ist es berührend? Dann könnte man ein Autogramm verlangen. Mann, bleib stehen, LKW! Oh, 18 FPS, du bist gerade gestorben oder so. Ja, bin ich jetzt gerade, wo du es gesagt hast. Ich wurde in Shadow Realm geschickt. You're going to the Shadow Realm, Jimbo. Ja? Warum bin ich so weit weg? 20 FPS, was geht ab? Jetzt macht das Spiel Spaß. Ich sehe dich nicht. Hoffentlich bist du nicht schon zu weit gefahren. Na, ich müsste doch so einen ganz netten Unfall sehen, oder? Ja, der ist etwas abgelegen von der Straße. Etwas. Mach mal Sleep. Weil du meiste Zeit sehr langsam unterwegs, während du Fullspeed warst. Also eventuell bin ich noch nicht so weit gefahren. Bist du links oder rechts von der Straße abgekommen? Rechts. Rechts von der Straße, ja. Das Auto ist gone. Ist es nicht bei mir? Bei nicht mir? Das ha? Hi. Siehst du mich oder wie? Ja. Du mich nicht oder wie? Ja, wo bist denn du? Ah, dahinter. Naja, pass auf, ich helfe dir jetzt. Nee, ich sehe dich legit nicht. Ist das dein Ernst? Ich glaube, deswegen läuft es so gut, weil du gerade in Solo drin bist. Ich glaube, Connection ist schon war. Nee, du bist auch, du bist eh drin. Aber ich sehe dich nicht. Das siehst du nicht. Nee? Egal. Das siehst du nicht. Das hörst du nicht. Nee. Was machst du denn gerade? Ich pushe den LKW. Genau das machst du bei mir. Ja. Egal. Nicht oh. Egal. Oh. Geschafft. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Was, das Auto ist aufgegeben. Nein, ja, bei mir war das. Ich versteh's nicht, bei mir ist das auch noch da und du hast den Truck gerettet. Es ist auch noch da, das Auto, aber das kriegen wir jetzt nicht mehr hoch. Oh je, oh je. Okay, hallo. Hallo. Habe ich mein Auto in die ewigen Jagdhügel geschickt oder wie? Oder ist es der letzte Stand? Ja, wir müssen zurückfahren und mein Auto retten. Ich war anscheinend zu lange in Solo. Du warst ja nicht in Solo, wenn du bei mir warst. Ja, aber du hast mich nicht gesehen, also habe ich vielleicht... Dann steig mal an. Oh ja, genau, nimm das Auto mit. Ich muss Anhänger mal ankuppeln. Siehst du die Straße bei dir überhaupt? Mal schauen. Hat vorhin gedauert, aber ich sehe keine Masten. Hey, die ist nämlich direkt hier, die Straße. Das heißt... Pass auf, wir fahren jetzt so, dass die Dinger links sind. Ich muss dir einfach vertrauen und dir hinterherfahren. Genau. Und finden mein Auto. Und dann kriegen wir das braune wieder auf dich drauf. Ist mein Plan.
Okay. Warum kann ich das nicht nehmen? Ja. Warum kann ich das nicht nehmen? Hä? Nein, bleib stehen! Was machst du? Ja, sammel sein. Was? Oje, oh oje, oh, er nimmt mir wieder den Motor weg, du Mixer. Ah, das ist weniger ein Running Gag und mehr einfach nur eine Kriegserklärung. Ja. Ja, komm, ich schieb dir einfach. Achso, ich bin ein Idiot, natürlich muss der Motor jetzt wieder angemacht werden. Aber ich schieb dir einfach. Ja, nevermind, du regelst das. Wenn der sich nicht ohne Grund nach links sliden würde. Der slidet einfach in eine Richtung, richtiger Slider. Richtiger Slider, Alter. Slider. Ah, jetzt wo ich die predicten will, slidet er in die andere Richtung. Nein, aus irgendeinem Grund kann ich ihn auch nicht connecten. Ja, soll ich wieder connecten? Probier, weil ich kann ihn nicht mal nehmen. Der ist anscheinend verbunden. Lass mal den Papa das machen, ja? Mhm. Warte, von der anderen Seite. Ist vielleicht leichter. Hatte das Ding nicht eine... Mann. Kannst du ganz bisschen vorfahren, das Teil? Vor, scharf nach rechts. Stopp, eh schon zu viel. Ja. Mann. Pick up. Und jetzt muss ich irgendwo dann attach. Jetzt habe ich attach gemacht. Probier mal. Der ist nicht dran. Ich habe Tetch gemacht. Nur mal die Tetch wieder. Mann. Oh, ich lade mal neu kurz. Nein. Wir schaffen das. Weil ich kann ihn ja von meiner Seite aus nicht connecten. Geh da weg, Mann. Oh, pick up. Attach, passt. Patrick hat wieder geregelt. Patrick ist der Goat. Hat er geregelt. So, und jetzt sehe ich sogar die Straße, Alter. Patrick hat seine Regelwollen wiederbekommen, Alter. Ja. Der Wahnsinn. Aber Blödsinn ist es. So, mit meiner Sterbenden rette ich jetzt die tote Karre. Kannst du mich vielleicht anstupsen? Ich kann vorfahren, ja. Dann brauchen wir uns an. Wieso fährt dein Auto nicht? Ich wollte dich bitten, dass du mich anstupst. Ich muss. Ja, ich muss dieses Auto immer rückwärts starten. Mein Motor ist zu heiß. Ja, toll, das Auto, in dem Wasser ist irgendwo. Es ist eh Wasser drin, aber es ist einfach gerade zu heiß. Reinpinkeln, haben wir neulich gelernt, ist eigentlich eine gute Idee. Stimmt, aber so hoch kann ich nicht zielen. Dann musst du es ausbauen und reinpinkeln und einbauen. Hörst du, wie es kocht? Viel Spaß beim Pinkeln. Ich werde Spaß haben. Ich will mein farbenfrohes Auto nicht aufgeben, weißt du? Das ist auch das schönste Auto, das darfst du nicht aufgeben. So, während mein Motor abkühlt, kann ich Benzin nachfüllen. Benzin!
Temperatur ist immer noch heiß. Da wäre ein Hase gewesen, Mann. Mann, scheiß Hase. Keine Sorge, wir holen deinen großen Bruder zurück und dann fahren wir alle weiter. Immer Richtung Rom. Wir holen deinen großen Bruder. In Rom? Das schaut aber ganz schön affig aus. Ich sehe hier nicht wirklich irgendwas. In der Sekunde, wo ich sage, Alter, war vielleicht nicht die schlauste Idee, mit dem Auto, das du drauf klatschen musst, das Auto zu suchen. Aber sobald du mich siehst, ist ja alles geregelt. Naja, das Auto kommt ja nicht mehr rauf. Wir haben nicht mehr die Stützen. Okay. Du zwingst mich also zwischen meinen Kindern zu entscheiden? Ja. Oh je. Coole, gay, Sportkarre oder das andere? Ja, aber die hat Historie. Außerdem ist sie einfach objektiv schneller. Ja, und deswegen. Ich meine auch die coole Karre. Das Auto, was du immer hattest, ist die coole Karre. Die coole Karre tut sich ein bisschen schwer bei Starthilfe. Schauen wir mal. Hast du irgendwas verloren, Kleiner? Nein. Ist alles zu. Nein. Passt. Okay, auf ein neues. So, und ich gehe, warte mal. Ich chill hier, ich gehe kurz in die Waschküche, okay? Mhm. Tu mir das nicht an! Kleiner. Oh. Nicht du, Mann. Keiner redet mit dir. Okay, passt. Tschüss, ich gehe nicht. Er lebt! Ich lösche den PC. Oh, okay. Bisschen viel Geld, das da gelöscht wird. Okay, wir machen das einfach so. Patrick sagt keine Planke, das heißt, wir müssen eine Planke finden. Das heißt, ich muss euch beide simultan fahren. Oder hintereinander. Aber ich lasse hier niemanden zurück. Und wenn er in der Waschküche ist, heißt das ja, ich kann kacken gehen. Das würde mir echt, echt, echt gut tun. Und genau so und nicht anders wird's gemacht. Es kommen beide mit. Und wenn ich mit der einen Karre die andere anschieben muss, wir haben ja gesehen, das klappt. Auch wenn keiner steuern kann. Hörst du das? Ich entscheide mich nicht zwischen euch beiden. Euch gibt's nur. Ich gibt's nur im Gesamtpaket. Wie ein Tweenie, man kann nicht nur Orangen oder nur Grünen kaufen. Ich wüsste auch nicht, wer das wollen würde. Wäre eigentlich, so traurig es klingt, der perfekte Moment, um zu speichern. Das muss ich dem Patrick dann sagen. Und dann kann ich kacken. Das wäre echt gut. Das geht leider nicht, okay. Das war peinlich. My Little Ones. Ja, das war peinlich. All My Fellas. Niemals. Ich brauche einen Namen. Pinky wäre ein bisschen unkreativ. Ach.
Seid alles, was ich habe, meine kleine Familie. So. Jut. Jut. Willst du Jut genannt werden? Du hast kein Nummerntafel, das ist Stilmittel. Dafür hast du keinen Kofferraum. Wie schaut's eigentlich mit deiner Rückbank aus? Backspace? Die kann man dismounten. Ah, auch interessant, da kann man dann ein Klo einsetzen. Aber ich mounte es dann wieder an dich dran, keine Sorge, das ist jetzt nur temporäre Geschichte. Ich will dich nicht komplett verschandeln. Ich brauche dich jetzt nur als Aussichtsplattform. Aber gleichzeitig bin ich zu faul, um den ganzen. Ja. Wenn du nicht braun wärst, dieser Kontrast. Ah, haha, Himmel. Ja, die Sonne muss aufgehen, sonst ist der Kontrast komplett für den Arsch. Oh, die Sonne ist untergegangen. Ich weiß nicht, hilft das, wenn Can't Sleep jetzt? Ah ja, das zählt als Auto. Hilft das, wenn ich es mache und Patrick es nicht macht? Oder kann nur er? Das war wohl voll für den Arsch. Your politics bore me. Warte einfach darauf, dass mein Retter kommt. Bis dahin muss ich. Wie lange braucht denn der Wasch? Obwohl Waschküche equals Postkastel bei mir. Also. Ich nehme an, er ist schlau genug, um mich zu finden.
Mann, oh Mann, du bist so schwul. So schwul. Nicht da? Passt, ist okay. Oh Mann. Klo Mann. Patrick? Patrick? Jo. Ich habe gerade ganz, ganz üble Schmerzen. Corona? Nein. Scheißen? Aha. Dann wird Zeit zum Scheißen gehen. Ich war gerade scheiße. Wäre normal. Ich werde gleich nochmal gehen müssen wahrscheinlich, ja. Es tut ganz. Aber ey, du hast genau das geschafft, was ich prophezeit habe. Schau, ich habe einen Plan. Keines der beiden Autos wird zurückgelassen. Wir fahren ihn so lange, bis wir was finden, was wieder Rampe fungieren kann. Und dann haben wir wieder beide Autos mit am Start. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen meinen Kindern, weißt du?
Ist ein Argument. Der hat keinen Motor, der hat einen Motor. Ich glaube, es lohnt sich dann wieder alles zurückfahren für den. Vielleicht für ein besseres Auto. Ja, nee, es ist halt, weißt du, es ist halt ja mal schade drum. Außerdem, eine Idee hätte ich, nur das ist wahrscheinlich mehr Zach, als es wert ist, dass man halt eben, aber dass wir halt eben abwechselnd das und das fährt. Aber ich glaube, das dauert ewig, oder? Oder zumindest, dass man es hinterher schleifen könnte oder vor einem her pushen könnte. Wenn du verstehst. Oh, ich verstehe, ja. Mann, gibt es sicher irgendeine Ankupplungsstange, dass wir das Auto an den Anhänger hängen? Gibt es sicher irgendwo. Vielleicht ist hier diese eine komische Stange einfach. Weißt du, was ich meine? Ungefähr. Aber eins muss dabei hier bleiben. Wir retten den da. Ah ja, Speicher bitte. Den OG retten wir. Wir retten beide. Der da bleibt zurück, der nicht OG ist. Aber das heißt nicht, dass wir ihn zurücklassen. Verstanden? Wir holen uns den wieder. Wir werden nichts Besseres kommt. Wir werden jedes Auto auf dieser Welt. Alle Autos gehören uns. Alle. Wir spielen hier Gothic, Alter. Alles gehört uns. Ich hol dich schon an. Bei der nächsten, da kommt dann eh unten etwas, wo Loot ist. Wenn dort kein Wasser ist, wird es kritisch. Ich habe so wenig Wasser drin, dass er nicht mehr gut kühlt. Oh. Also hin und wieder muss ich immer kurz stehen bleiben, abkühlen lassen. Das ist natürlich mies. Das ist mies, ja. Weil wenn das Ding in den Arsch geht, haben wir wenigstens ein Auto, haben wir wenigstens dann für dich etwas, wo du fahren kannst und musst nicht immer bei mir einsteigen. Boah. Wir finden es schon was da. Holy shit. Also. Wir finden schon Wasser. Ich habe eh Wasser bei mir drin in der Kühlung. Ja, aber du brauchst ja auch Wasser in der Kühlung. Wie viel brauchst du? Nicht so viel weniger als du. Ich habe 10 Liter Platz, du hast 4 Liter Platz. 5. 5. Das heißt, ich brauche mindestens die Hälfte da drin. Alles danach, der ist jetzt schon überhitzt, der, also. Ah, okay. Ich merk's an der Leistung, keiner Leistung mehr. Und irgendwann stirbt der Motor. Aber ich drück noch durch. Ich lasse ihn jetzt rollen. Mein Anhänger schleudert ein bisschen. Hast du noch ein Fass oder sowas? Ich habe einen 20 Liter Behälter. Okay. Also sobald wir Wasser finden, können wir das Teil retten. Da bei dem kleinen Ding hier muss Wasser sein. Oh, das ist so ein Werkstattding, da wird viel Wasser sein. Ich höre, wie das Wasser kocht. Patrick? Mhm. Könnte sein, dass du mir irgendwie den Radio gestohlen hast. Der ist dir vielleicht rausgefallen, beim Unfall. So wie bei mir. Das heißt, wir sind komplett ohne Außenwelt, Alter. Heftig, heftig. So sind unsere Eltern zur Schule gefahren. Genau so. Oh mein Gott, ich habe unseren letzten Ausweg gefunden. Wasser? Hier ist Öl. Nee, schwarze Farbe. Schwarze Farbe. Okay, so schwarz ist die Farbe nicht. Hallo. Hallo. Loot hier. Hier ist deine Motorhaube, glaube ich sogar. Und eine Kofferraumtür für den lieben Kleinen, den wir zurückgelassen haben. Okay, die Motorhaube passt nicht, das ist Kofferraum. Na, ich rede davon. Ah ja, stimmt.
Stimmt, ja. Das musst du transportieren. Oh, schau dir das mal an. Das Witzige ist, bei dem einen braunen Auto kann man die Rückbank ausbauen, gell? Imagine, wir mounten das in die Rückbank. Das hätte Stil. So. Haha. Ich bin ein Ingenieur. Oh, du hast einen Metalldetektor gefunden. Jetzt können wir auf Schatzsuche gehen. Ja. Die Lösung all unserer Probleme ist in deiner Hand. Alles. So, kein Wasser. Das ist natürlich sehr. Ich kann mich strecken. Streck dich. Mann. Ist da Wasser? Öl und Gas. Mann. Kein Wasser hier. Oh doch, da, warte. Nein, Gas, Öl und Diesel. So. Da! Boah. Okay. Wie mache ich das jetzt? Oh, ich habe eine Schuchtel gefunden, warte. Nein, nein. Lüge. Das Signal wird aber immer stärker bei dir. Ja, ich bin so heiß, so anziehbar. Ah. Aber hörst du das Signal? Ne. Du hörst das legit nicht? Doch, ich höre es. Achso. Ist ja cool. Wie viel habe ich bekommen? 2 Liter. Knorke. Nicht trinken! Wieso kann ich das da nicht reinfüllen? Ich habe irgendwas gefunden. Es tut mir nichts. Kannst du was damit machen? Nee, das kann nichts. Okay, okay. Aha. Kennst du das, wenn man kotzt, aber nicht so richtig und deswegen hat man dann voll die Brustschmerzen, weil die Kotze noch in der Region ist? Das habe ich zwar nicht gemacht, aber ungefähr so fühlt sich's gerade an. Vielleicht scheiße ich einfach zu wenig. Ich glaube, du musst mehr scheißen, was soll ich. Ja. Wie viel Öl habe ich denn noch hier drin? Oha, naja. Ich fahre weiter in der Hoffnung, irgendwas, was man als Rampe nutzen könnte, zu finden. Ja, oder irgendwas Wässriges. Oder irgendwas Wässriges. Mann, wieso wollen die das nicht zulassen? Love and told me, just to touch you for a minute. Patrick, wir brauchen ganz dringend ein Radio. Wir müssen anfinden, das du recht. Aber dringend, keine Ausnahmen. Komm schon, Reifen, werd sauber. Nein, nicht den Reifen demontieren, Mann. Wo ist meine Bürste jetzt da? So. Ich werde immer sehr in Videospielen, wenn mich die Sonne anstrahlt, werde ich immer sehr euphorisch. Ich weiß nicht. Ist aber schön. Weil Sonne schön ist, genau. Sonne ist cool.
Spendet nicht wie die echte Vitamin D, aber es gibt auch kein Cancer wie die echte. Also ein Win-Win. Ja. Oh je, die Lichter gehen an. Mama wird böse sein. Wenn du nicht zu Hause bist, bevor die Lichter angehen, gibt's Schläge. Ja, leider. Ich schlafe mal. Aber noch viel schlimmer ist, dass Mama einfach enttäuscht ist. Mit Schlägen kann ich leben. Oh je, er überschlägt. Aber kannst du leben mit Schlägen? Ja. Du hast auf jeden Fall gerade mit Überschlägen leben müssen. Oha! Patrick am Spitten. Ich bin ein Spitter. Ja, du spittest Facts, Alter. Only spitting. Gehen die Reifen noch schöner? Mann, was dieses Auto schon alles erdulden musste. Gefangen in einer Welt von 5 Bildern die Sekunde. Talk Team. Das arme Auto. In der Sekunde, wo wir eine lebende Frau finden, gehört sie nicht dir, nicht mir, sondern dem Auto. Gehört uns. Uns allen. Wir teilen sie, ja. Kann gut genutzt sein. So, passt. Das war's. Sonst gibt's hier nichts Nützliches. Oh, Standchen. Ich werde angerufen, warte mal. Er ruft Patrick die ganze Zeit an. Sein Freund. Mann, es ist schon geil, dass da jetzt wirklich lange nichts kommt. Halt ohne Scheiß, es ist etwas Meditatives hier rumzufahren. Ich wünschte nur, es wird in der Ego-Sicht nicht zu lecken. Mit so will ich eigentlich die ganze Zeit fahren. Überschlag war nötig, sonst hätte ich das Ding geküsst. Und ich bin gerade ein bisschen priestermäßig unterwegs. Mann, das Leben ohne Zucker ist so scheiße. Bist du deppert, du hast den Vorsprung. Ja, bis jetzt habe ich aber nichts Nennenswertes gesehen. Ich fahre mal und hoffe, das Wasser reicht jetzt.
Wenn nicht, muss ich zu dir umdrehen. Weil meiner verbraucht relativ wenig Wasser. Ja, dein Motor ist auch offen, ist noch nicht so fett. Ich weiß nicht, ob die das mitbedacht haben mit offenem Motor, aber ja. Ich glaube einfach daran, dann fühlt es sich besser an. Klar. Ich glaube immer daran, dass sie das mit Gewicht mitbedacht haben, sprich keine Tür und keine Hinterbank, gleich mehr weniger Gewicht. Das glaube ich haben die, weil wenn man ja was ins Auto legt, ist es auch schwerer. Ja, aber hat das mit Gewicht zu tun oder ist das nur die Hintbox, die nach unten drückt? Ob Gewicht. Ja, schon Gewicht. Habe ich bei Daniel auch mal mitbekommen. Okay. Ich hoffe jetzt dringlichst auf eine Samenspende. Ah, noch mehr Licht. Das brauchen wir nicht. Das hat sich unnötig gerammt. Hallo. Hallo. Öl. Immerhin. Wie weit bist du schon gefahren oder würdest du sagen, nicht so weit? Weit genug, aber ich will auch wieder scheißen gehen, dann kannst du beim Turm stehen bleiben. Bist du bei der Straße? Das Ding ist direkt neben der Straße. Passt. Links davon halt. Bis gleich. Bis gleich.
Hot Wheels. Hot Wheels? Mann, Roman, kennst du schon meine Facecam? Das Skeletten? Skeletten, ja. Das ist eine krasse Facecam. Ich kann jetzt wechseln, linker Bildschirm, rechter Bildschirm. Achso, warte mal, du bist ja auf Twitch, gell? Future. Mann, OBS ist so cool. Ich komm ja, da OBS bisschen... ist das coolste Programm, ich weiß. Ich schau mal deinen Stream an, okay? Weißt du, wenn wir beide erfolgreiche Streamer sind, brauchen wir beide Team Niklas im Stream. Oh Gott, ist mir schlecht. Jetzt brauche ich einen Text. Ah, das bin ich. Ich drück doch die ganze Zeit auf dich. Oha, schon. Anschauen. Du musst den Text kleiner ziehen. Ja. Besser, warte. Oh ja. Zieh es vielleicht so ein bisschen schwarzer, ja genau. Perfekt. Du, 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 du. Ist aber cool, dass ich das alles so hier ja wechseln kann. Hier Bildschirm rechts. Hier. Du hast ja zwei Bildschirme. Du kannst ja beide Bildschirme streamen. Weißt du, so mache ich das immer, dass mein Chat im Stream ist. Mhm. Was hast denn du da für Symbole? Ich kann dich... Boah, ich kann dich mit einem Knopfdruck sperren. Oha, aber ich bin Moderator. Das wäre dann wär dein einziger Mod weg. Oje. Mhm. So, das heißt, ich dein könnte... Dein Hintergrund ich, ist vorne. Theoretisch könnte ich jetzt nur den Chat offen haben. Wie mache ich nein, das? Nein, du verstehst mich falsch. Du musst den Chat auf deinem zweiten Bildschirm offen machen. Mhm, aber wie mache ich nur den Chat auf? Achso, das... Wie sehe ich hier? Welcher Knopf? Warte. Kinomodus? Mann, das loopt sich, warte. Bei Chat-Einstellungen vielleicht. Du Am findest Handy das schon weiß ich raus. nie. Wo bin ich überhaupt? Ah. Egal. Es gibt ja sicher andere. Ich habe gar keine Scheinwerfer mehr. Was soll das, Mann? Ja, schon sehr lange. So, egal. Und das Auto mein selber Face? Gibt auch kein Licht. Mein Face ist existent. Was? Wo bist du? Waren mehrere Türme am Weg? Nein, beim ersten habe ich halt gemacht. Und den habe ich schon gelootet. Also nach diesem musst du eh weiterfahren. Ich sperre mich gerade so. Es gibt ja doch mehrere. Ja, den ersten, den ich gesehen habe, den habe ich gelootet. Also gab es bis jetzt genau einen. Weil bei dem bist du nicht. Von dem fahre ich gerade weg. Muss ich wieder neu zu connecten oder was? Na, eigentlich nicht. Okay, da fahre ich weiter. Dreh dich mal um. Ja. Ah, okay, nee, dann hast du einen Übersinn. Okay. Oh je, ich muss aber so oder so disconnecten, weil er warpt. Okay, dann sag, bevor du reconnectest, muss ich aussteigen. Ich disconnecte jetzt. Ah, ich sehe den, okay, warte kurz. Mhm, ich warte auf dich. Einen anderen Turm. Du kannst so, jetzt vielleicht connecten. Aussteigen. Ja. Schau, zwei Zuschauer, ich bin berühmt. Ja, ich und du. Das ist das Doppelte. Du und ich. Ah ja, scheiße, du und ich und du. Mann. Scheiße, das ja. Heißt, mein Auto ist jetzt... Ja, wurscht. Ja, aber das finden wir ja. Ja, das finden wir ja. Aber du bist viel zu dominant gerade gewesen. Ich hab das T-Bus gesehen. Hier. Auf zu neuen Welten. Das ist so schlimm ohne Radio. Ja, jetzt müssen wir uns unterhalten. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist blau. Ja, warte mal, du bist etwas lauter als ich auf Stream, also dreh ich dich leise. Macht Sinn, ja. Also Patrick, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist blau.
Oh, Stein. Land. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau. Nein. Was ist dann denn? Der Knopf hier bei mir. Nein. Der Himmel. Ja. Boah. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün. Mein Shirt. Nein. Der Kanister da drin, so ein dunkelgrün. Ja. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist orange. Orange? Meine Schuhe. Nein. Die Lampen. Welche Lampen? Hinten, die Baustellenlampen. Nein. Nein. Oh, der Kaktus war nicht orange. Nee, nee, der war irgendwie komisch. Ah, schau Das mal zu. heißt, das ist der von dir, und Und wo da ist das Auto? drüben müsste Ah, mein du bist ja Auto weitergefahren, da vorne sein. ist es, ja. Ja. Orange, der Deckel hier. Nein. Was gibt's denn noch Oranges? Hier die Leuchte hier bei mir. Die vorne, die Leuchte, genau. Ah ja, die blinkt tatsächlich. Hier was, was du nicht siehst, und das ist pink. Ich komme nicht drauf. Oh, oho, oho. Oh je, er scannt mich. Ich sehe was, was du nicht siehst, und dessen Mutter läuft wieder. Ah, scheiße. Meine Mutter, was? So, da vorne ist ein Big Wasserturm, also. Kannst du mir. Kann ich irgendwie deine Facecam auch bei mir einfügen? So dass beide Streams dir gehören? Mir würde nur einfallen, dass du meinen Stream, muted natürlich, auf deinem zweiten Bildschirm aufmachst. Dann streamst du deinen zweiten Bildschirm zusätzlich und halt eben nur so, dass man mein Gesicht sieht. Das kriege ich dann, das kriege ich irgendwie hin, ja. Oder du machst gleich einen Multistream, wo man unser beider ganze Dinge sieht, aber das würde echt scheiße aussehen, denke ich mal. Man kann ja eh so einen Duo-Stream machen. Ja, aber wie geht das? Also auf Twitch selber. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen anders als der Stream. Ja, aber ich habe zum Beispiel in meinen Titel deinen Twitch-Namen gegeben, so inoffiziell Duo-Stream. Aber man kann es auch so machen, dass Twitch für dich den anderen Kanal mit dem Genau, Streams genau. Promoten. Aber da muss man da irgendwie groß genug sein für. Ja, das dauert. Mann, das sind drei Sachen, die auf uns zukommen. Ist urgut. Weil mein Motor ist gleich am explodieren. Wo bist du? Ich folge dir. Ah, ich sehe dich da hinten. Nicht auf der Straße. Ich hatte vereinzelte Schwierigkeiten, ja. Ah, nur kleine, oder? Genau. Nichts angezündet, nichts kaputt. Keiner hat sich in die Windel gemacht. Mining away. I don't know. What to mine? What to mine it anyway? Oje, oje, oje. Jedes Mal, wenn ich das machen will. Oh mein Gott, bremsen, bremsen, bremsen! Wie man dich da vorne halt einfach sieht. Es lief nicht so gut mit dem Bremsen. Ja, nee. Also heißer Motor heißt doch scheißer Bremsen. Bremsen ist das Gegenteil von Laufen, du musst stehen. Ja, wo du das schlecht läuft, Alter. Musst du gut stehen. Ich habe hier wunderschöne Felgen für dein Auto. Okay. Oh, ich habe hier einen wunderschönen Reifen für meinen LKW. Ja. Hier sind ein paar Türen, vielleicht passt da was zu dir, ein Motor und ein voll zusammengebautes Motorrad. Das ist wichtig. Im
Punk ist nur Wasser, was soll ich? Wo Motorrad? Da drin. Wieso nicht? Wunderschön wird das. Magst du kurz schlafen? Nein. Please. I sleep. I sleep. Okay, do you explain? Und gibt's einen besseren Partner-Look? Das Motorrad auch pink. Mein Pink ist etwas hotter als dein Pink. Hotter? Ich hab Hot Pink, du hast nur Pink. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Mann, ich will nicht dauernd Benzin trinken. Pick up, pick up. Oh oh, bitte nicht, ich bin gerade sehr beschäftigt. Sonst bekämpfe ich dich mit Yakuza-Style Motorrad, Alter. Mann, was mit ihm? Süß mit dir.
If you were a woman and I was a man, would it be so hard to Boah, understand? kann man streamen. Ist so fucking schlecht. Oje, warum liegt da eine Bu. Ah! Patweet! Was geht ab? Das ist ja cool. Genau wo die Werbung drüber ist, aber egal. Das ist. Ah ja. Ja? Mann. Aber das ist nice. Schon niese, gell? Jetzt sieht man dein Stream und mein Stream. Das könnte ich eigentlich auch mit mir machen, so. Stimmt, das mache ich jetzt. Was macht er jetzt? Ja. Dann hat der Stream durchgehend in Erinnerung, wie ein richtiges Spiel aussieht. Genau. Hilfe, Hilfe, Mama. Komm, komm, löschen. Ich brauche nicht weiter zu haben. Ich habe mich so zuschneiden müssen, dass man wirklich nur das, so dass ich nicht Vollbild machen muss, damit ein Vollbild ist. Wirst dann eh sehen, was ich meine. Hoffe ich doch. So. Ich hoffe nur, dass, warte kurz. Dass es diesmal klappt. Letztens hat es nicht so gut geklappt, leider. Warum auch immer. Video Capture Device, yes. Ah ne, Quatsch. Video Capture Device ist ja Dingsfubs. Discharge. Cancel, cancel, weg damit. Gay. Display Capture. Der schlechte Fernseher, der aber nicht super Audio Source ist. Jetzt gleich F11 muss ich dann drücken. Joink. Mann, siehst du, was ich meine? Nix, joink. Ich schau mal. Vergiss es, vergiss es. Das ist einfach nur traurig. Weil sonst klappt es immer auf dieselbe Tour. Das ist ein bisschen viel. Ja, noch, darum geht's jetzt gar nicht. Da schau. Es geht einfach nur darum. Hallo. Beweg dich mal ein bisschen. Aha. Wie hast du den schwarzen? Also kannst du wirklich zuschneiden oder hast du einfach. Ich habe zugeschnitten. Okay, und wie hast du das gemacht? Bei der Quelle ein Zuschnittfilter. Das heißt, du drückst auf Filter. Warte, wo ist denn deins? Du drückst bei der Quelle auf Filter. Lass mich die Quelle finden. Da. Wo steht hier Filter? Ganz unten Filters. Filters, ja. Und dann machst du aufs Plus und dann kannst du zuschneiden. Und dann musst du dich ein bisschen hinspielen. Okay. Also Scaling Aspect Ratio ist das bitte. Das glaube ich nicht. Das solltest du jetzt oben, unten, links, rechts zuschneiden können. Ja, nee, kann ich nicht. Das glaube ich. Mach mal das eine Bild weg, ich sehe nämlich nicht, was da ist. Warte mal. Ich probier's mit. Ah, es gibt Color Correction! Schade, dass ich kein Greenscreen habe. Ja. Nein, Color Key ist für Greenscreen, ich bin ein Idiot. Bei mir da Image Mask wird's doch ganz klar sein. Ah, Crop und Pad ist es, weil bei mir ist es zu schön. Crop und Pad? Okay. Ja. Okay, das hilft mir tatsächlich, weil das wollte ich schon mal machen. Und jetzt hast du so vier links, oben, rechts, unten. Genau, die Koordinaten nehmen. Und da musst du dich halt hinspielen. Beweg dich. Warte.
Passt. Du musst mir dann sagen, wie das jetzt bei mir ausschaut, gell? Also. Ja. Also ich gehe in mein kannst du schlafen? Vielleicht ist es dann auch leichter. Also ich bewege mich und ja, passt bei dir, ist jetzt bewegt sich's auch. Ist nur ein Delay. Okay, aber an und für sich ist es watchable. Und ja. Es nimmt nicht so viel von meinem Screen es weg. Es nimmt schon ein bisschen Platz. Es ist eh bei mir. Wenn die unbedingt dir zuschauen wollen, können sie ja in deinen Stream rübergehen, weißt du? Und wenn sie unbedingt mir zuschauen wollen, können sie in meinen Stream rüber. Da Also haben sie ich nur mache sonst dich einfach so ein Mitglied. Ticken kleiner. So Portal 2 mäßig eben. Dass man den anderen sieht. Wie findest du das? Das passt. Aber ich würde es oben rechts hingeben, weil da ist oft weniger los. Ja. Gut mitgedacht. Das ist ja cool. Hast du es auch oben rechts? Na, das ist nice. Jetzt sehe ich immer, was in den Stream los ist, ohne in den Stream zu gehen. Du siehst immer, was in meinem Stream los ist, ohne in meinen Stream zu gehen. Super. Ich habe F gedrückt und es ist einfach obliterated, Alter. Aber weg. Oh, das geht aber so. Für viele Spiele ist das cool. Das ist für Quake cool, das ist für. Quake ist das urgeil sicher. Für Lethal Company wird es cool sein. Alle. Für Assetto, für jedes Game. Für jedes Game eigentlich. Terraria. Für jedes. So, können wir? Ja, ich setze mich kurz in meinen Truck. Setz dich mal zu mir, vielleicht willst du ja gemeinsam hier sitzen mit mir. Und dafür mache ich hier blub 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 blub. Mann. So. Seh, blub 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 blub. Du machst blub blub blub. Blub 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 blub. Blub 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 blub. Währenddessen kannst du dein Auto hakeln oder so. Aber... Was soll denn das? Ich dachte, wir nehmen keine Drogen mehr. Doch, ich habe jetzt, übrigens, Cannabis ist erlaubt, also Drogen, weil man kann extra eingeben auf Twitch, dass der Stream mit Drogen ist. Echt jetzt? Ja, und das habe ich jetzt gemacht. Das ist ein Grund übermäßiger für mich. Drogen, Alkohol und Tabakkonsum. Das ist ein Grund für mich anzufangen. Vielleicht ja, wenn du sogar die Erlaubnis bekommst. Boah. Na, also jetzt Old Joke Society. Man darf das spezifisch einstellen und dann geht's. Ja. Das werde ich bei mir einstellen müssen. Also die haben gesagt, unbedingt bitte die Richtlinien noch durchlesen, bevor man es macht. Mach ich ja natürlich immer, ja. Im Namen steht übermäßiger Drogenkonsum. Ja, das muss ich und wegen Daniel. Ich nicht, jedes Mal, also wenn ich. Halt. Jedes Mal, wenn Daniel im Stream ist, weißt du, da muss ich das schon anfinden. Ja, selbst dann eigentlich. 10 Hirdl pro Minute, weißt du? Und gib bei dir einfach so wie bei mir den Twitch-Namen von mir rein. In den, ach so, in den, ja, klar. Der Real Noob One. Genau, ich hab, mein Titel ist I Drive Chaos mit Roman der Obdachlos. Bei dir musst du schreiben You Drive Chaos. Du. Something inside. So, genau, da bist du, der Real Noob One. Exalted spielt Wallpaper Engine. Ja, krasses Spiel. Weil, was war das? Wir arbeiten, Zeittitel ist Me and... Hallo. 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 So. Was? Na, pass auf, der Esel nennt sich selbst zuerst. Exploring our bodies. Nee. And me. Ich glaube, da kriege ich weniger Ärger. Cool, 34 und Allah. Das passt nicht so zusammen. LGBTQ und Allah, das ist hier. Nicht steppert. Living on the edge. Drei feindliche Kulturen zueinander geholt. Ja.
Also wenn ein Muslime und ein LGBTQianer, so nenne ich die jetzt, hier drin ist, ja, ein Qianer, dann gibt's dann Krise. Weißt du, dann werden ganz viele im Chat sein, nicht nur in den Streams, sondern weil die sehen wollen, wie es ausgeht. Ja, bis jetzt ist es noch nie passiert. Also entweder es liest keiner oder es gibt einfach keine schwulen Moslems. Auf Twitch zumindest. Die haben einfach Angst. Ja, die haben einfach Angst. Die scheiße, man, nicht die Moslems. So, ich fahr weiter. Okay, ich hol dich hier irgendwann, weil du machst sicher Crash. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. There's something inside. Ne, ist nur ein Stern. Nichts zum Aufklappen. Achso. Ah, jetzt passt's. Okay. Fenster muss einfach immer offen bleiben, ich verstehe schon. Mhm, leider. Mhm. Oder du hast den dritten Bildschirm. Na. Aha. So. Obwohl, habe ich überlegt tatsächlich. Ich habe drei Bildschirme. Halt, einer davon ist eigentlich nur eine Audio-Source. Du verwendest nur einen. Zwei. Ich verwende zwei, aber einer davon. Bist du in meinem Stream? Einer davon ist halt eben dieser hier. Weil er immer noch die beste Audio-Source ist, die ich habe. Der kaputte halt wird verwendet. Ich schmeiß nichts weg. Der Start kann nicht mal. Patrick? Ja. Ich weiß nicht, hast du irgendwas mit der Welt angestellt? Nein. Wieso? Weil ich fehlerfrei gefahren bin und plötzlich war Stillstand, aber jetzt geht's wieder. Wahrscheinlich war ich zu lange rausgetappt. Ich habe Schmerzen in der Brust, das kann nichts Gutes sein. Oh. Ah ja, ich wurde zippet. Dieselben zwei Steinchen waren schon. Ich komme. Du kommst. Für Gomez. Mann, mein Stream ist so cool. Ich werde dann Assetto streamen und du schaust zu. Immer. Wenn du schlafst, kann ich Assetto streamen. Genau, und dann wache ich in der Nacht auf, so wie jede Nacht eigentlich. Und schreibe dann in den Chat sowas wie hetero. Edgy ist gay und so. Ja genau, edgy ist schwul, schreibe ich dann einfach ganz viel. Deswegen musst du auch deinen Chat streamen. Stein. Ha? Steinchen? Stein. Stein. Sehe ich dich da vorne? Nee. Aber gerade für dieses Spiel ist es cool, weil wir ja oft sehr oft voneinander entfernt fahren. Ja, und weil bei dir immer so viel Bullshit passiert. Genau. There's something inside. Und das ganze Spiel ist ein iDrive-Meme. Das stimmt. Vor allem so wie mein Anhänger, siehst du das? Mein Anhänger kann nicht gerade bleiben. Ich sehe dich in der Distance. Selbst wenn ich gerade. Oh, dass dein Ding jetzt auch pink ist, hilft so krass gerade. Sieht man besser, gell? Ja, viel besser gleich. Ich sehe dich davon. Ich verstehe jetzt immer mehr die Leute, die pinke Crosshairs machen. In Overwatch tatsächlich nicht so gut. Ja, weil Overwatch ein bisschen mehr farbenfreundlich ist als zum Beispiel. Mehr gekommen, als ich brauche. I don't know. Ja, CS. In Overwatch, ich habe noch immer keine gute Crosshair-Farbe. Orange ist gerade das Beste, was ich habe. Ja, du brauchst keine gute Farbe, sondern du brauchst einfach nur eine Kontur oder einen Schlagschatten drumherum, oder? Ja, ich hab nur einen Punkt, weil wenn ich mehr habe als einen Punkt, sehe ich zu wenig vom Gegner. Aha, hast du den Quake auch so? Den Quake, glaube ich auch, ja. Einmal nur einen Punkt, ein kleiner Punkt. Einfach nur einen Punkt. Daniel spielt Wallpaper Angel. Was ich jetzt mache? Wallpaper Angel starten. Wir schicken ihm jetzt beide den Link von meinem Stream. Okay. Emsen. Stein. Kopieren, Discord. Du. Auf 3, oder? Oder hast du schon? Hab ich schon. Okay. Du. Und wenn er mitspielen will, sagen wir Schau Yakuza. Mann. Mann.
Die Pixel. Fahr weiter. Fahr ich jetzt. Habe noch ein bisschen gedisst. So mit Mutter und so. Ich bin seine Mutter angegangen, genau. Mann, ich habe den Tag falsch eingegeben, statt Shitposting habe ich Shitputting. 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 Das ist schon Shitputten an sich. Ja, aber Shitputweeten. Shitputten. Shitputten. Putweet. Ja. Patrick. Shitpatrick. Ist aber Shit. Oh, Baum. Oh, Straße. Oh, Wüste. Oh. 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 Nein. Okay. Sonntagsfahrer. Mein Anhänger, Mann. Und das am Dienstag, Alter. Und Wichser der Anhänger. Nein, ich verliere Leben, weil Hunger und Durst. Deswegen sterbe ich immer random. Vielleicht muss ich mich auch nur anscheißen. Und das pissen. Ist meine Nummer. Wir brauchen nicht zwei Romans, Alter. Keine zwei Romane lesen. Oh, 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 Bein, Bein. Haben wir den Wasserturm schon verpasst? Der ist da links. Der ist im 10. Da kommt der zur Straße. Der ist im 10. Ja. Ja, bis über dem 10. sind dort so. Mann. Nein. Mann. Schaut episch aus, ja. Oh, ich fahr wieder. I drive. Ich fahr weiter, gell? Mhm. Irgendwann habe ich dich angeholt. Oh je, Motor wird heiß. Wir müssen zum Wasserturm. Ach so, ich sehe ihn schon. Diesen komischen. Der links, ja, der Ding mit 3000 Liter Wasser. Oh, 3000 oh mein Liter Gott. Wasser? Das ist heftig. Wir können. Scheiße. Hätten wir kein Diesel im Tank, könnten wir da alles Wasser reinladen. Aber wir können alle Behälter voll machen mit Wasser. Ich wünschte so sehr tot zu sein. Ich will den Rest des Afterlives dann eigentlich nur der Long Drive. Also ich möchte das Spiel nicht spielen, sondern ich möchte in dem Spiel sein. Oder Hasen erschießen. Was ist, wenn du nach dem Tod genauso Schmerzen hast mit Scheißen und Beinen? Dann kann es mir egal sein, da kann ich ja nicht mehr dran sterben. Aber es tut weh. Ja, das ist halt so. Gott wird sich schon was dabei gedacht haben. Aber vielleicht war sie ja auch schlampig. Ja, der Code ist ein bisschen falsch. Was ist denn. Gerade aber mein Anhänger nicht. Was ist dein perfektes. Was ist dein perfekt Afterlife? Eine ganze Welt für mich allein. Oha. Komplett. Und was machst du dann? Einfach zum Burger King gehen, auch wenn es schon nach 23 Uhr ist? Nicht so, nicht die Welt, sondern. Ach so. Ein neuer Planet, ich werde allein dorthin geschickt sozusagen. Cool. Ich kann nicht sterben, ich kann nicht verhungern, ich kann nix. Ich kann machen, was ich will, einfach dort. Alter, 420 Wasserliter. Von 50.000 passen da rein, by the way. Ja, es wird aber leider nie. Oh mein Gott, ich habe die Bremsen vergessen. Das dauert 10 Jahre, bis ich stehe. Achtung. Huh. Ich siehst du, ich hab den Ding angehalten. Danke. Ja, ja, ich bin eine krasse Nummer. Oha, ich kann so auch trinken. Du kannst jetzt einfach 420 Liter Wasser trinken. Das will ich sehen. Ich sag's so, wenn du 100 Liter getrunken hast, renne ich zu dir und schau nach, ob du noch lebst, okay? Warte, was machst denn du da? Das brauche ich noch, Roman. Okay, okay, sorry, das war vielleicht ein bisschen unfair. Er wollte mich da einfach ablenken. Ich muss den Behälter auffüllen, ja. Wie viel kommt in den Behälter?
Alles? Weil ich habe auch an. Aber in meinen kommt 20 rein. Okay. Geht doch sicher so hoch. Ja. Geil. Nicht den Deckel zu machen vergessen. Mann, da ist nichts drin. Hast du die ganze Zeit in den geschlossenen Der Ding? Einfach zu, Mann. Mann, Patrick. Du kannst froh sein, dass wir so viel, also 400 Liter, weißt du, von 20. Die Rückbank müsste ausbaufähig sein, aber egal. Ich war so Mann, kurz davor, dass es ich klappt. sehe das nur. Ich denke mir nur, wo bist du? Und auf einmal Ich sehe ich hätte nur einfach beim wieder. ersten Mal losfahren müssen. Ich hab's durch den LKW gesehen. Das ändert aber nichts an dem Fakt, dass wir Wasser brauchen. Ja, wenn man zu viel Wasser verschwendet, überfüllt. Oh Mann. Egal, 400 Liter haben wir noch. Ja gut, auf ein neues. Ja, ich komm mit dir mit. Wenn du Angst ich um das muss Ding. Jetzt Ja. Wo bist du erst. jetzt? Ja? Was machst du? Hier. Aha. Ja? Ja? Was machst du? Will ich das da rein? Ja, schon das Ding vorher aufmachen, oder? Hallo. Hey. Nein, jetzt rinnt's aus. Wasser, wir haben nur noch 400 Liter Roman. Scheiße. Oh, sehr gut. Jetzt du. Okay, cool. Ist der jetzt zu? Der ist offen. Nein. Okay. Der ist offen? Ja. Soll ich helfen? Hä? Hallo? Mein Motor? Nein. Oh, bin im Auto. Ich hab's geschafft. Geht mein Motor eigentlich in dein Auto ran? Schauen wir mal. Umgekehrt geht's sicher nicht, da ist einfach zu wenig Platz. Na, da ist genug Platz. Ist so genug Platz. Jetzt haben wir aber den falschen Treibstoff. Weil der braucht Diesel. Mann, das ist scheiße. Ja, aber. Ur viel Leistung auf dem kleinen Auto. Aber. Wir können schieben. Mann. Ja, nicht, wenn die Handbremse gezogen ist. Achso, du hattest sie nicht gezogen. Okay, passt. Lass. Das siehst du. Siehst du, wie schnell das abgeht? Einfach pushen. Oh, einmal pushen, okay. Ich habe immer Angst, dass du dismounten, wenn ich pushe. Ich bin ein Alter! Mann! Weißt du was? Ja. Scheiß aufs Nummerntafel. Könnte sein, dass uns irgendwer nach dem Nummerntafel fragt hier, weißt du? Okay. Wie kriegen wir jetzt alles, wie kriegen wir jetzt alles Benzin daraus? Und Diesel rein? So nicht. Da kriegen wir. Okay, ich lasse es jetzt auslaufen. Vorsicht, sind nur noch 300 Liter. Komm, jetzt bauen wir lieber mal den Motor wieder in mein Auto, danke. Ach. Und jetzt Nein. brauchen wir kein Diesel mehr ausleeren. Mann, der erste Plan ist immer der beste. Rein damit. Mann, rein damit. Rein damit. Rein da. Kriegst du es nicht hin?
Ist das wieder so ein Ding, wo ich dir helfen muss, wie beim Boden Ah, da, ja, aufklappen? schon. Na gut, dann können Ah. wir ja weiter. Oder holst du dir noch Hab Wasser? geschafft. Wo ist mein Kühlergrill? Weiß ich nicht. Wieso passt du nicht auf deinen Kühlergrill auf? Mann! Wo ist mein Kühlergrill? Weiß ich nicht! Gut, ich verrat's dir. Wenn du rauschst. Geh raus, dann verrat ich's dir. Geh raus, dann verrat ich's dir. Es ist beim Ding, beim Wasser. Beim Wasser. Patuit. Mann, ich wurde verarscht. Ist doch beim Wasser. Du Was hast ist das Wasser Wasser? eingefüllt. Kannst du mal Ich fahre jetzt schlafen? ohne. Vielleicht findest du ihn dann. Ich fahre jetzt ohne. Oh je. Der wird, der läuft. Ja, wie lange ist die Frage? Jetzt Ja, schlaf vielleicht einmal, meldet dann sich ein siehst du das Dorfbewohner. Ding. Wenn du schlafen würdest, hättest du ihn gefunden. Es ist stockfinster. Hardweed. Lauf mal. Er fährt weiter. Ich hoffe es. Ah ja. Gut, jetzt suche ich deinen Kühlergrill, okay? Da habe ich ihn da gedroppt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie in den Boden geglitscht ist oder so. Ah. Alles gut? Fresh. Kannst du vielleicht hingehen, während ich hingehe? Weißt du, wie ich meine? Wo ist er denn überhaupt? Da beim Wasser habe ich ihn gedroppt. Wo? Da halt. Das macht Sinn, um ihn aufzufüllen, weißt du? Ah, ganz falsch, ganz kalt. Kalt. Wärmer, wärmer, ganz kalt. Im Kofferraum ist es, by the way, gell? Vollidiot. Oh, fuck! Er hat sich umgesetzt. Ich dachte, er ist rausgesprungen. Smarter Patrick, sehr smart. Jetzt würde ich so gern die Rückbank ausbauen können. Oh je. Yeah. Jetzt ist es wirklich im Boden. Okay. So, fahr zum LKW. Ja, Sir. Oh, aber deine Tür in meiner Tür wäre auch cool. Passt doch nicht so gut rein. Sicher? Probieren wir mal. Ich probiere das jetzt. Ich muss in. Oh mein Gott, ich muss in die Waschküche rum. Schon wieder? Schon wieder. Ich hätte schon vor einer halben Stunde müssen. Okay, bis gleich. Bis gleich. Der Deckel ist futsch. Oh, das wäre natürlich extrem asozial. Aber wir haben Öl gefunden. Nein, so asozial will ich mal nicht sein. Ausleeren wäre einfach nur für uns beide schlecht. Mann, ich versuch's hinten. Oje, oje, jetzt wäre ich fast wieder gestorben. Ja gut, Kofferraum mit ist. Oh je. Bleib dran. Oh, Hase.
Es ist doch wirklich. Komm, Hase. Wieso kriege ich das nie hin? Ich darf nicht ausgleichen. Ich darf einfach nicht ausgleichen. Ja, bitte. Wenn ich nicht ausgleiche, dann geht's. Und weil ich ja eh keine Mutter habe, weiß ich schon, wo dieser Hase hinkommt. Oder kann ich vielleicht den sogar hier dran monten? Oh je. Das ist ja mal eine schöne Zierde. Fuck. Was ist der Motor? Ah gut, ich dachte schon. Jeha. Hey, das geht voll gut klar eigentlich. Soll ich das Ding. Hätte ich einen Kanister, würde ich es machen. Dann würde ich ihn auch entleeren. Das ist eigentlich auch ein geiles Thumbnail. Mann, immer die Qual der Wahl. Oh ja, oh ja. Was da los? Live. Also, wir spielen mit meinem neuen Freund Roger Rabbit. Hüpfhase. Da kann ich ja besser Bunny hoppen. Hüpf. Mann. Ich hoffe, du kannst kämpfen. Es gibt hier ganz viele Hasen und glaub nicht, dass auch nur einer davon dein Freund ist. Je schneller du dieser Realität bewusst bist, desto besser ist es für dich. Und nun zum Überlebenstraining. Du hast den ersten Test bestanden. Joink! Ah. Yeet. Yeet. Mein Charakter ist zu schwach, um einen Hasen zu werfen. Wieso kann man die nicht dismounten? Aber ich krieg schon langsam Durst. So. Ach so, asozial möchte ich auch nichts haben. Also, wir haben davon genommen, also müssen wir auch geben.
Ich habe noch eine Idee. Den Motor muss ich nur wieder finden. Also, Hase. Oder? Ja, ich habe leider nichts mehr, was ich diesem Auto entnehmen könnte, was pink ist. Also muss ich diesen Weg wiederfinden. Beim toten Hasen, bei der Kackwurst ist der Motor. Es ist eh relativ straightforward. Ich habe einen Plan. Ja, aber schade. Gott, diese Hitbox ist ja voll kaputt. Ich will das dismounten, please. Nicht das. Ja, okay, es funktioniert einfach nicht. Ich baue mir einfach das beste Offroad-Fahrzeug aller Zeiten. Jetzt hätte ich wirklich gern Deckel für die Motorhaube, für den Kofferraum. Das ist Thumbnail-Würfel dann wieder. Oh shit. Monster Truck. Der kann ja die Kleinen haben, wenn das überhaupt geht. Aber den Versuch ist es immer wert. Einmal versuche ich es, wenn nicht, dann eben nicht. Ich meine, wenn er wegschleppen müsste, dann würde das doch reichen. Ich nehme und ich gebe. Hallo. Mann, jetzt hätte ich den Motor nicht ausbauen dürfen. Jetzt würde ich 6 Schläge nicht testen. Aber ich warte einfach, bis er wieder da ist. Und ich weiß, ah ja. Und ich weiß ja eh, wo sein Motto ist. Passt. Einfach straightforward. Wie fährst du dich, Kumpel? Das ist ja ein ganz schöner Glow-Up. Viel
jeden Fall langsamer. Ich fühle mich nur sicherer, weil es so cool ausschaut. Habe ich ein Dacho? Dacho wäre jetzt sehr hilfreich, actually. Aber ich glaube, jetzt kann mir kein Stein mehr irgendwas. Der Anhänger mit kleinen Reifen vielleicht dann. Ach, schaut das cool aus. Ich bin so verliebt in dieses Spiel. Jetzt noch nicht den Motor hitten. Habe es geschafft, etwas, was ich in einer geraden Linie zu etwas weggelegt habe, nicht mehr zu finden. Ach, der Patrick wird schon schlau genug sein, es zu finden. Er findet es immer. Das ist eigentlich ein Downgrade, aber trotzdem, es schaut halt so witzig aus. Man kann ja immer wieder wechseln. Vielleicht finden wir ja noch Reifen. Verschiedenste Reifen. Schaut so dumm aus. Ich glaube, heute lebe ich nicht mehr lang.
Da fehlt Salz. Patuit, kannst du schlafen? Hey. Ist deine Wäscherei irgendwie, keine Ahnung, in Dänemark oder so? Wieso dauert das so lang? Ja, ausladen, einladen. Ich musste nochmal umkehren, weil ich das Bild vergessen habe. Hochladen. Es ist ja mit Trockner. Muss ich Trockner auch einstellen. Du bist ja schon trocken, gell? Ich nicht. Machst du mal Schlaf? Es ist in deinem Interesse, ja, passt. Es ist aber. Ah, okay. Ich habe nicht geschlafen, ich habe einfach nur aufgehört, Escape zu drücken. Bei mir war ja alles passiert. Auch interessant. Wie findest du eigentlich meine neuen Reifen? Schaut geil aus, oder? Ja, wo ist denn der Motor? Warte, ich will mit den Reifen so fahren. Geht wo das? Ist der Motor? Wo ist der Motor? Ich weiß es gerade nicht, aber ich weiß ungefähr wo. Beim toten Hasen. Da wie ist ein Tod. Nicht? Nee, das sind lebende Hasen. Wieso hast du deinen Motor nicht? Mann, jedes Mal, wenn ich ausgleichen will, ich muss einfach B gedrückt halten, dann überfahre ich ihn eh. Das war einfach Noob-Moment. Doppelt Noob-Moment. Wo bist denn du? Pass auf, es ist so, der Motor ist eh bei dir, nur halt eben nicht. Du musst einfach straightforward fahren, circa. Kann nicht fahren. Ja, wie willst du dann den Motor wiederholen? Ja, du gibst mir dein Auto. Aber sofort. Aber sofort. Ich gebe dir mein Auto. Okay, er will mein Auto nicht. Die Kurve. Schau, das ist eigentlich ein Downgrade, was ich hier gemacht habe, gell? Weil die Kurven sehen lustig aus. Hi. Möchtest du mal fahren? Ich lass dich fahren. Ja. Ich lasse anfahren. Ich suche den Motor. Von deinem Truck aus gesehen, straightforward fahren. Dann können wir ihn finden. Ja. Ich war nicht so asozial und habe ihn für immer verbannt, weißt du? Bist du sicher? Ja. Und was, wenn er unabsichtlich verbannt ist? Dann haben wir ein fettes Problem. Pass auf mein Auto auf. Was ist mit dir? Mir ist gerade eingefallen, wegen diesem Multicamber-Ding, was wir machen. Man könnte einfach einen Discord-Stream am zweiten Bildschirm offen haben. Dann hätte man es ohne Verzögerung in Fullscreen, weißt du? Stimmt. Das stimmt. Aber du brauchst Nitro für die Qualität. Nee. Du hast Nitro. Also wo Motor? Also Nitro ist im Motor. Kannst du vielleicht aufhören? Ich verbann dich gleich aus meinem Auto. Die Reifen waren wirklich ein Downgrade. Ja. Aber es schaut witzig aus. Es schaut witzig aus, ja. Glaubst du, der Anhänger tut sich leichter oder schwerer mit den kleinen Reifen? Schwerer. Das glaube ich auch. Der LKW selber auch. Ein bisschen nach links. Ich glaube, ich sehe da was. Es könnte aber auch ein Stein sein. Da ist er. Du hast ihn? Mhm. Gut gemacht. Du wirst fast reingefahren. Hol ihn. Geh weg da. Hol dein Auto, Motor.
Roman. Ja. Was denn? Was hattest du vor? Was habe ich denn nicht vor, Alter? Ja Da lag eine gut, Scheißwurst jetzt oben. holen dir. Da lag eine Scheißwurst oben. Und was machst du? Willst du tauschen? Wäre cool, wenn das gehen würde. Viel Spaß zum Truck zu rennen mit deinem Motor. Ich sehe keine andere Option. Bist ein bisschen langsam unterwegs, Alter. Möchtest du einen Motor haben? Aber ich bin unterwegs. Ja, es dauert aber länger, als wenn du einfach hinlaufen würdest, weißt du? Mit dem Motor nicht. Findest du? Komm, Patrick, ich will nichts so sagen. Warte, ich pushe mich dahin. Mann. Okay, aber mich interessiert's auch, wie sich das Ding dann mit den kleinen Reifen fährt. Pat, wie zieh die Handbremse, komm. Wir machen es uns Ich beiden pushe mich da leichter. hin. Okay. Was? Okay, komm her. Ja, dauert jetzt ein bisschen leider. Aber kannst du vielleicht rückwärts rollen zu mir? Wo bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. Blind? Ich renn zu dir. Da ist er. Ah ja, Daniel hat dich gedisst, gell? Hat er das? Ja, im Twitch-Chat. Oh je, so schlimm. Musst du nachschauen. In Ich weiß meinem noch nicht, ob Twitch. in deinem oder meinem Chat. Ich schau mal nach. In meinem. Du bist the real fake one. Hey, wie hast du das jetzt gemacht? Gerollt? Ja, ich habe mich gepusht. Gut gemacht. Du bist ein Pusher. Okay, ich hätte gesagt, wir haben jetzt genug einander den Motor ausgebaut. Irgendwann müssen wir dann den großen Motor hier drin probieren. Das geht Wenn wir nicht. dann Diesel und Gas haben zum Tauschen. Ja, ich habe Ja, der nicht mal Motor geht rein reingekriegt. und er will starten, aber Ach so, weil wir okay. jetzt keinen Diesel haben. Da, also der Ich starke. bin tot. Was ist da passiert? Haben wir ein Safe State? Was zum Fick ist passiert? Haben wir eine Art Safe State? Ich muss schauen. Weil, nein, danke. Ich mach das nicht sauber, weißt du. Ah, mein Haben Rücken. wir ja. Load. Oh, ein Autosave hat uns gerettet. Ein Oh Autosave? mein Gott, ja. Kriegen wir jetzt ein Auto? Ich liefe und gehe wieder ran. Nein, es ist ja nicht das. Nicht das. Das ist Wie heißt die Lobby? Game. es. Siehst du sofort. Coca-Polacke. So, und diesmal fahre ich. Steig an. Mann, ich vermisse die alten Reifen. Aber schaut so cool aus. Weißt du, was ich meine? Der Motor bleibt eh bei uns, gell? Patrick? Patrick? Ja, der ist eh bei uns. Passt. Du musst vorne kleine Reifen und hinten dicke Reifen machen.
Oder umgekehrt und so ein richtiger Hillbilly sein. Okay, also machen wir das bei deinem auch gleich. Der Motor. Oh, der Wendegras. Steig aus. Mann. Patrick, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Okay. Merkt man, Alter. Deswegen musst du auch zur Ärztin verschwinden. Go-Motor ist drin. Ich fahre nicht Da ist Top ja der Speed. pinke Truck. Ja, pinker Truck, pinkes Auto, Gangster for life. Ich hab den Motor rausgekriegt. Bin ich cool oder Irgendwas bin rennt ich aus cool? bei dir. Ha? Irgendwas bei dir rennt aus Du das hast. Wasser. Hast du meinen Deckel aufgemacht? Das gibt's doch Ja, das nicht. macht den Motor aus. Du hast keine Kühlflüssigkeit mehr. Was jetzt? Nee, der ist ausgeronnen, muss auch füllen. Ja, schön. Du füllst auf. Das sind 400 Liter Wasser, die nur darauf warten. Ich muss meinen Motor einbauen. Alter. Ich esse immer lecker Kacke und Hasen. Ich mag keine Wo Hasen. ist mein Gewehr? Wir vermissen das Radio schon so sehr. Ja. Ich vermisse Radio so sehr. Wo ist mein Gewehr? Ich muss mich erschießen. Ohne Radio kann ich nicht weitermachen. Nicht auch Öl gefunden oder so? Ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich immer Anhängerstag. Ich helfe dir. Ich werde dir Ich bin helfen. Anhänger irgendwie pushen. Ich werde dir helfen. Oh je, yeah, da ist jemand gestorben. Nein. Den Anhänger muss weg vom LKW. Irgendwie. Achso, du willst, dass ich dich entkuppel? Ja, irgendwie so. Ja, die kleinen Reifen sind vielleicht doch nicht so krass. Ja, wir sind halt jetzt komisch stark und ich glaube, das hat keinen Einfluss auf die kleinen Reifen. Das Vielleicht Problem ist, brauchen wie wir soll ich vorne denn mal detachen, gegrüßt. wenn das nicht aufleuchtet, weißt du? Warte mal. Und jetzt auf der anderen Seite auch. Push kann ich machen, aber detachen schwierig. Oh Scheiß. Oh nein. Oh nein! Wir sind zu stark. Mann, hast du mir wirklich die... Ah, okay. Du hast mir die kleinen hier gelegt. Dann teste ich das gleich mal. Ne? Umgekehrt würde ich es aber auch gerne testen. Ist sicher auch sehr dumm. Ja, ich habe Detach geschafft. Detach? Irgendwie. Aber es war mit Scheiße Detach. Oh, das ist ja ekelhaft. Super, die Antriebsreifen sind nicht am Boden. Auch hinten die großen und vorne die Bist du ein kleinen sind am Vorderradler Boden. oder was? Nein, Hinterrad. Ah, ist auch interessant, aber ich glaube, die Meta ist wirklich die Reifen zu verwenden, die auch dran gehören. Obwohl, möchtest du das dann auch testen? Das sieht so behindert aus. Ich will mal den LKW befahren.
Ja. Ja. Aus dem Nichts hat es funktioniert. Pass auf, ich baue mir das ultimative Auto. Willst du das? Da 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 dum. Da 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 dum. Na, neidisch? Ich bin nur neidisch, Alter. Ah, schaut das cool aus oder schaut das cool aus? Schaut schon cool aus. Aha. Meiner fährt wenigstens im Gegensatz zu deinem. Das ist so. Also eine Kurve mit dem bei hoher Geschwindigkeit ist natürlich. Was haben wir das schon getestet? Was passiert, wenn ich den Anhänger etc.? Ah, du hast keine Kraft, wir haben es schon getestet. Ah, haben wir schon meinen Motor, also mein Automotor in deinem Truck getestet? Ja, aber da fehlt uns das Diesel dann. Oh! Ich brauche die Reifen für den Anhänger. Na warte mal. Das ist viel zu cool. Ah. Tut mir leid, die kriegst du nicht wieder. Hol dir neue Reifen. Sandler. Nie wieder. Ah, okay, warte, das Lenken ist ein bisschen shitty. Brauch die Vorderreifen, aber gar nicht, da die nicht am Boden ankommen. Aber gib dir das, wie das abgeht. Fast schon. Es geht fast so sehr ab wie das Original. Oh mein Gott. Das war meine Absicht, ja. Eigentlich wollte ich dich überfahren, aber ich bin zu schlecht darin. Normalerweise kann ich nicht sowas. Da kommen zwei fette Reifen zu. Das ist viel zu cool. So, da. Braucht legit nicht die zwei Reifen. Er braucht nur zwei Reifen schon. Okay, cool. Ah, oh, in der Ego-Sicht, ja. Schau ich nicht aus wie der ärgste Versager? Das ist so cool. Oh, Stein. Oh je. Obwohl, brauche ich noch Angst vor Stein haben? Eigentlich nicht. Du kannst über die meisten drüber fahren. Aber nur vorne, hinten nicht. Konntest du über die meisten drüber fahren? Mit dem? Oh! Je. Mit dem LKW schon, ja. Also hätte ich alle vier behalten müssen. Aber es gab schon Steine, wo ich gejumpt bin. Also einfach kein Noob sein. Ja, den ganz fetten einfach Respekt bereit. Respekt sein. Ah, das ist doch schön. Das war irgendwie so ein perfekter Meme gerade. Das habe ich. Das ist wunderschön. Einfach Sonnenuntergang in der Wüste mit einem Kumpel, Reifen klauen, Auto fahren, herrlich. Ich schicke dir das jetzt und schau einmal, aber ich schicke dir das jetzt. Wo bist denn du jetzt? Ich bin stehen geblieben. Okay. Meine Aufnahme anzeigen. Zeig Patrick an. Hat nur eins, trotzdem bleibt er sitzen. Ja, ich sehe dich legit nicht, aber. Ja, gleich. Ah, schaut wirklich in der Grafik aus wie Xavier. Live. Mann, Wüste ist so wichtig für mich. Das Geräusch und das Aussehen vom Auto macht es so lustig, schaust du mal an. Du hast mir ein Shadowplay schicken können. Hast du Discord Nitro? Da ist nix. Es kommt gerade. Du. Oh! Perfect Gift Material, Alter. Das kann man von zurücksprühen. War's das schon oder kommt noch was? Ich glaube am Ende ist es los. Kurz vor Ende.
Was ich so lustig fand, wie das aussieht und du vorbeifährst ohne Geräusch. Ah, oh, meine Tür. Ah, wieso? Bitte lad das ohne Titel auf YouTube, einfach nur so Punkt, Punkt, Punkt oder so. Das mache ich. Oder ich mach's. Na, machst du. Wir machen, na, machst du. Ich habe. Du hast ja kein YouTube, oder? Ich habe ja gar keinen. Weak. So, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So wird das Video heißen. Genau. Bist du schon bei der Straße? Wait a minute. Oh, mir werden wieder meine eigenen Videos empfohlen. Das muss ein Zeichen sein. Wir werden Sachen von vor 10 Jahren gerne mal auch empfohlen. Was zum Fick, warum bin ich jetzt? Was ist passiert? Das ist das Tumbleweed, was mich hier. Ich bin über das Tumbleweed gecrashed. Aber wenn ich es anfasse, explodiert's. Und wie heißt du, The Really New Bunker? Genau. Was wolltest du fahren? Ob du schon bei der Straße bist. My brother in Christ, ich weiß nicht mal, wo du bist. Aber egal. Ja, ich bin bei der Straße. Ich finde dich schon. Oder wir treffen uns beim Turm. Und dann führst du mich zur Straße. Fahr ich richtig? Ich fahr so vom Turm weg. Vom Turm weg? Weiß ich nicht. Wenn wir uns wieder beim Turm treffen würden... Wenn du die normale Richtung wie vorher fährst, dann kommst du Richtung Straße. Jetzt weiß ich ja nicht, ob das die ist. Ja, nee, es schaut mir falsch aus jedenfalls. Das ist schon viel zu weit weg. Du musst Richtung Gras fahren. Wie Daniel halt. Weed, Daniel halt. Ich komme zur Rettung. Auf zum Turm. Maskenpflicht. 3G-Turm. Oh je, mein Rücken kackt ab. Bist du? Bist schon beim Turm? Schon gerade vorbei dran. Soll ich zum Turm? Da ist ein Brunnen. Ah, oh, ich gehe zum Turm. Da ist ein Brunnen. Sofort. Alles hat seine Zeit, junger Mann. Mit dem Kühlschrank. Ah, diese Übungen helfen genau einmal und danach nie wieder. Ja, warum sollte ich aber in den Brunnen? Ich komme nicht mehr raus. Na, Besen wahrscheinlich. Wenn ein Besen unten ist, ja. Sonst nichts. Bist du beim Turm? Ich fahr grad zum Turm, ja. Okay. Ah, da kann ich mal checken, wie viel Wasser in der Zeit verbraucht wurde. Mann, ich hätte so gerne ein Fan-Artwork oder sowas oder einfach nur ein AI-generated Artwork von genau diesem Auto, das ich gerade fahre, neben deinem Truck, den du gerade fährst. Ich sehe dich. Gut, ich fülle noch Wasser auf. Ich würde aus dem Weg.
Oh Gott. Kannst du bitte speichern? Dem Auto geht's noch gut. Das ist noch ganz. Ja, das sind die Reifen. Das sind die Reifen. Das war aus deiner Sicht sicher lustig. Ja, das ist ein Twitch-Clip, ja, actually. Hier ist nur Pause im Menü, kann sein. Ah, da kann ich mal checken, wie viel Wasser in der Zeit verbraucht wurde. Mann, ich hätte so gerne ein Fan-Artwork oder sowas oder einfach nur einen AI-Generated, den du gerade fährst. Ich sehe dich. Gut. Ich sehe dich. Gut, ich fülle noch Wasser auf. Ich würde aus dem Weg. Oh Gott. Kannst du bitte speichern? Dem Auto geht's noch gut. Das ist noch ganz. Ja, das sind die Reifen. Das sind die. Ich sehe dich. Gut, ich fühle noch was. Das sind die Reifen. Ich sehe dich. Gut, ich fühle noch was auf. Okay, Patrick. Ich bin. Ah, da bist du, okay. Wie viel Wasser habe ich denn verbraucht von meinen 5 Liter? Die Frage. Ja, schon auch, bitte. Von deinem Auto meinst du? Mhm. 4,9 hast du noch. Wow. Also eigentlich muss man nicht wirklich nachfüllen. Na, irgendwann schon, weil ich habe nur noch... Mann. 9,5. Bei mir geht es etwas schneller runter. Okay, dann geh du auf. Hol du mal dein Auto. Was machst du? Gar nichts. Füll lieber dein Wasser auf an deiner Stelle. Ja. Feigling. Feigling? Ja, Feigling. Toro. Oh. Olé. Oi, mein Anhänger, was hast du gemacht? Olé. Der unempfindlich da anhängen. Wie bei einer Eiche. Na bitte, Stierkampf gewonnen. Mann! Oh, ich bin unsterblich, okay. Ich bin unsterblich. Ja. Das ändern wir jetzt. Okay. Okay, das klappt leider nicht. Wäre aber cool gewesen, wenn es geklappt hätte. Ha? Wolltest dich verstecken unten. Ja, genau. Ich wollte, dass du so, ich wollte, weißt du, drunter liegen halt. Glaub, Terminator. Geht. Ja, aber der Reif hat mich erfasst. Aber ja, wenn ich bleib, mach, duck dich mal mit dem Mausrad so weit, wie geht's unten und ich kann über dich drüber fahren. Scheiße, das war der Fehler. Ich habe mich nur mit Steuerung geduckt. Ja, du kannst ja noch weiter. Mach das mal. Nice. Oh, nice. Da ist es, weil die fetten Reifen fehlen. Ist ja nice. Ah, meine Tür. Toro. So, hol dir mal dein Auto, damit wir hier weiter. Upgrade. Füllst du jetzt Wasser auf oder nicht? Nein, ich habe jetzt. Okay. Ich habe hinten noch 20 Liter.
Der tote Hase weiter weg ist auch geil. Wie geht's so? Was ist denn? Bist da? Oje, wo ist denn dein Motor hin? So perfekt. Mal den Kopf hauen. Sofort. Ich muss noch einen Switch-Clip erstellen von dir schon wieder. Wo ist dein Motor hin? Oje, wo ist denn dein Motor hin? Don't go through the teleport. So. Tatsache. Okay. Das Abenteuer kann weitergehen. Oh je. Du hast Scheiße gebaut, Alter. Wieso? Du hast beides rausgenommen. Oh, das ist fies. Jo. Tatweed, was suchst du, Schätze? Ich suche. Aber ich finde nicht. Da liegt eine Scheißlos in meinem Scheißpass. Ja, das passt zu Rest zu deinem Scheißcharakter. Danke. Los geht's. Yeehaw. Mal was? Näher kommen hier. Aber der Anhänger wackelt jetzt nicht mehr, deswegen. Ja, das ist ja nice. Im echten Leben, wenn ich irgendwas enttäuscht, einfach schlagen. Ja. Ich glaube doch bei Fernsehern. Drückst du die ganze Zeit weh? Nee. Weil ich drück die ganze Zeit gar nichts und hol dich trotzdem heim. Ich rolle. Jetzt drück ich weh. Ja. Jetzt drück ich nichts. Hallo. Oh mein Gott, ein Käfer. Und ein Pickup. Oh mein Gott. Du lügst doch. Schlaf bitte. Oder auch nicht. Ich schlafe.
Das ist Luxus hier, Schleser. Das ist ja auch so eine geile. Da, mit dem kannst du geil Motorrad transportieren, weil da kannst du drauf fahren sogar. Oh mein Gott, das ist halt wirklich ein Käfer. Glaube, du hast ein neues Auto gewonnen. Muss Aber nicht den musst sein. du noch mitnehmen. Warte mal. Was, wenn wir den Käfer diese fetten Reifen geben? Oh mein Gott, gib ihm. Wie in GTA halt. Bitte tu nichts an meinem Auto jetzt, okay? Ich schau mal, was hier alles ist. Das UFO. Was? Ich hör's. Schau, es kommt da. Ich stelle mich auf die Straße. Und ich schaue deinen Stream zu, wenn ich das UFO wieder nicht sehe. Ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht. Sieht immer nur der Host das UFO? Er hat aber nichts gemacht. Vielleicht ein schwules Alien. Vielleicht muss man im Auto sein dafür. Aber boah, jetzt muss ich den Stream wieder. Ich habe viele Screenshots, coole von dem. Muss den Stream Oh, wieder da sind anmachen. Rampen. Oh, sehr geil. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit erstens und wir Und geben direkt Reifen ein sind hier Auto auch, auf. gell? Hier ist ziemlich viel cooles Shit. Jetzt muss man überlegen, gehen wir die Rampen mal raus. Das sind echt gute Rampen. Ich reconnecte nur, gell? Weil Ja. irgendwie läuft gerade Scheit. Oh, warte, davor schaue ich mir den Kühlschrankinhalt an. Ich gerade ein Buch gegessen. Ja, nee, das ist schlechte Performance. Okay. So, Da ist eine heute. Rodel, Alter. Das ist ein fucking Rodel. Ich kann noch. Was? Geil. Musst du dir anschauen. Das Game kackt gerade ab, gell? Ja, wahrscheinlich. Warte. Oh, eine Rodel. Ja. Hast du was Geiles? Pferd. Ich hab auch ein. Was? Mit wer ist der einfach? Ja. Kommst jetzt nicht drauf. Die rutscht halt auch richtig lange. Die müssen wir mitnehmen und berg. Die nehmen wir mit. Bei einem Bergab müssen wir dann. Kann ich steuern? Einfach wie heißt sie? Oh je. Ja, du musst ganz vorne sitzen dafür. Okay, gut, lass mich mal vorne. Setzt du dich? Winter Wonderland. Ein bisschen langsames Winter Wonderland. Vielleicht willst du leckt bei mir. Na, das ist einfach so langsam. Dann schubst mich mal Du bergab oder so. bewegst dich gar nicht. Ja, wir müssen ihn mitnehmen und sobald wir ihn bergab haben, weißt. Genau. Ah, es ist so geil, dass wir diesen. Also die ganzen Dinge, die wir als Rampe verwenden können, nehmen wir mit. Wir Nehmen wir nehmen. sofort mit, ja. Ey, das heißt, wir können einen Käfer mitnehmen. Und wir können unser liebes Oder den altes. Pickup, womit, wo, auf den wir dann Motorräder geben können, weißt. Warte, stimmt. Oh Gott, ich muss das Spiel neu starten. Aber Okay. jetzt haben wir also zwei Transporter sozusagen. Ja, Das wenn heißt, ich wir können. Transporter auf Transporter gebe, können wir noch was auf den Transporter. Ja, und weißt du auch was? Das braune Auto. Nein, nein, das geht sich doch nicht aus. Sicher? Wenn wir es in Einzelteile Ja. packen? Da ist ein ganze, gerade so Platz für ein Motorrad vielleicht. Okay. Leider. Aber wir haben jetzt eine. Okay, das heißt, das ist wieder eine Wir Entscheidung. können theoretisch, das mache ich jetzt, den Motor von Käfer in dein Auto reingeben. Ja, nee, Weil das die stelle fahren ich mir beide nicht auf geil 15. vor. Wenn, dann müsste man den starken Motor in den Käfer reintun. Stimmt, ja. Holy shit, mein PC ist gerade langsam. Schließ mal alles, was du offen hast. Der fährt auf Diesel. Das ist gut, weil wir haben so viel Diesel.
Ah, mein Rücken. Halt ohne Scheiß. Hätte ich mir nicht vielleicht doch irgendwie so ein Warte, wo Gestell ist kaufen Rücken? sollen, so ein Männerkorsett? Ist das für ein Motor? Der ist aber fett. Ah, doch nicht so fett. Es ist halt perfekt. Wirklich. Oh. Mann. Uns fehlt ein extra Transporter. Mehr nicht. Mann, wenn das jetzt gut laufen würde, bitte. Ja, das ist wahrscheinlich, weil du hier bist. Ja, pass auf, ich starte einfach komplett PC neu, okay? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Davor aber den Stream beenden. Nicht, dass es dann wieder Faxen macht. Alter.